Der Zyniker sagt, es gibt drei Sorten von Menschen. Es gibt Menschen, die führen, es gibt Menschen, die folgen und es gibt Menschen, die stehen ständig im Weg rum. Ja? Also finden wir aus unseren Mitarbeitern, ja, Führer darf man in Deutschland ja nicht sagen, ne? Also finden wir die Führungspersönlichkeit. Oder die Führungspersönlichkeiten. Das müssen nicht zwingend die Abteilungsleiter sein. Es können auch informelle Führer sein. Menschen, die Respekt genießen, Menschen, die viel Erfahrung haben, Menschen, denen die anderen Menschen vertrauen, das ist ganz wichtig. Und die finden wir. Und mit denen zusammen machen wir den Veränderungsprozess. Die beziehen wir besonders mit ein. Ja, denn wir brauchen ja an den verschiedenen Stellen jeweils auch wieder Leiter. Wir können ja nicht überall sein und nicht überall gleichzeitig. Sondern wir brauchen Führungspersönlichkeiten, die uns helfen bei diesem Veränderungsprozess. Die Ansprechpartner sind, die bei Problemen da sind. Ja? Wir suchen uns also und wir finden die Führungspersönlichkeiten. Noch einmal, es gibt Menschen, die führen, es gibt Menschen, die folgen und es gibt Menschen, die stehen ständig im Weg rum. Und wir finden die Führungspersönlichkeit. Und die beziehen wir besonders ein. Denen erklären wir, welche Aufgabe sie haben. Vor allem die Aufgabe eines psychologischen Betreuungsprozesses. Ja, nicht so sehr eines ökonomischen, sondern eines psychologischen Betreuungsprozesses. Mitarbeitern helfen, Mitarbeiter auffangen, für Mitarbeiter Gesprächspartner sein. Und das ist unser zweiter Ansatzpunkt.